Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in meiner Psychotherapiepraxis. Ich setze jetzt die Serie fort über Methoden in der Psychotherapie. Ich zeige euch natürlich Methoden, die ich selber anwende und keine Methoden, die ich nicht anwende. Ich bin eine systemische Familientherapeutin, das ist eine eigene Psychotherapierichtung in Österreich, aber diese Methode, die ich dir jetzt dann gleich zeigen werde, wir gehen dazu in den Warteraum der Praxis. Diese Methode wird auch von anderen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ab und an angewendet. Gut, dann gehen wir mal raus ins Wartezimmer, denn hier sind die zwei Stühle, die ich für diese Methode brauchen werde. Stell dir mal vor, du bist bei deiner Psychotherapeutin, ich bin jetzt deine Psychotherapeutin, wir spielen das jetzt kurz mal nach. Ich sag dir, okay, sie haben eine Frage an ihren Freund, der sie verlassen hat, stellen wir uns vor, dein Freund hat dich gerade verlassen, ja, stellen wir uns einfach irgendeine Frage, eine Konfliktsituation vor. Ja, also dein Freund hat dich verlassen und er ist aber nicht da und er hebt auch nicht ab und du bist ganz unruhig und aufgewühlt und jetzt sage ich, okay, setzen Sie sich mal bitte auf diesen Stuhl, dann setzt du dich auf diesen Stuhl, ich bin jetzt in der Rolle der Klientin. Und auf dem anderen, auf dem leeren Stuhl, stellst du dir jetzt bitte vor, dass dein Freund sitzt, würde ich in der Therapiesitzung sagen. Und ich bin ihm jetzt in der Klientinnenrolle, sagen wir, ich heiße Angelika. Also ich bin die Angelika und sitze da jetzt, ja, als Klientin. So sieht diese Methode aus. Ich spiele sie jetzt ganz kurz vor. Ja, beide Beine am Boden abstellen, sodass ich Bodenkontakt habe, ich versuche mich auch zu entspannen als Angelika und diese Übung heißt leere Stuhlübung, weil der Stuhl ja leer ist. Und jetzt stelle ich eine Frage an meinen Freund, der mich verlassen hat. Ich kann die Frage leise oder laut stellen, man kann das auch in einer Gruppentherapie machen und dann Feedback von den anderen Gruppenmitgliedern einholen oder auch ein Gruppenmitglied dann bitten, wenn ich die Frage gestellt habe. Als Klientin Angelika kann man auch ein Gruppenmitglied bitten, in die Position, das ist so ähnlich wie bei den Familienaufstellungen, in die Position des Freundes zu gehen und diesen leeren Stuhl zu besetzen und dann Antwort zu geben, aus dem Bauch heraus, ohne zu behirnen. Das war jetzt der Vorspann. Also Angelika sitzt auf dem Stuhl und stellt die Frage. Klaus, ich verstehe nicht, wieso du mich so plötzlich verlassen hast. Okay, das war jetzt die Frage. Ich steige immer wieder aus der Rolle aus. Du merkst es, hoffe ich, dass ich das im Video so gut darstellen kann. Okay, also die Frage von Angelika war, Klaus, ich verstehe nicht, warum du mich verlassen hast. Gut. Jetzt schnauft Angelika durch, also ich als Therapeutin würde zu ihr sagen, so Angelika, jetzt haben Sie Ihre Frage formuliert, jetzt schnaufen Sie mal durch, atmen Sie mal durch. Und dann kann eben Angelika, wenn es ein Einzelsetting ist und wenn keine Gruppe da ist, wo jemand anderer der Repräsentant des abwesenden Freundes sein kann, wie gesagt, das ist dann kein Rollenspiel, ich betone, bei dieser Methode geht es nicht darum, den Freund jetzt nachzuspielen, sondern es geht darum zu spüren, was kommt da in mir für Gefühl auf, wenn ich auf diesem anderen leeren Stuhl sitze, darum heißt es ja leere Stuhlübung oder leere Stuhlmethode. Ja, in diesem Fall stellen wir uns vor, es ist ein Einzelsetting, also es sind keine anderen Gruppenmitglieder da, es ist keine therapeutische Gruppe, sondern es ist einfach nur so, die Angelika und ihre Therapeutin. Gut, Angelika durchgeschnauft, jetzt setzt sie sich auf den Platz, der für ihren Freund Klaus gedacht ist. So, also sie hat die Position gewechselt, das ist sozusagen das, was das Methodische daran ist. Also, dass sie wirklich von A nach B geht, in eine andere Position geht und sich jetzt in die Situation des Freundes Klaus einfühlt. Und dann atmet Angelika durch, ist einigermaßen entspannt und sagt dann das, was ihr einfällt, als Klaus, also als Repräsentantin von Klaus, der gerade nicht da ist. Und Angelika sagt, stellen wir uns das mal so vor, die Situation, Angelika sagt in der Position von Klaus, ja, du hast ja mehrmals jeden Tag zu mir gesagt, ich soll verschwinden und eines Tages bin ich dann halt verschwunden. Gut, angenommen, das war jetzt der Satz, den Angelika in dieser Position von Klaus, von ihrem Freund, der sie soeben verlassen hat, gesprochen hat, dann schnauft sie jetzt wieder durch,
wechselt dann wieder die Position, geht zurück in ihre eigene Klientinnenposition auf diesen Stuhl und dann fragt die Therapeutin, also ich würde da am Rande des Geschehens stehen und würde sagen, Angelika, wie hört sich das jetzt für Sie an? Ist das neu für Sie? Fühlt sich das fremd oder vertraut an? Oder solche Fragen würde ich stehen, so qualitative Fragen. Keine Ahnung, also so in etwa. Und kommt immer auf die Situation natürlich an, da gibt es ja kein fixes Schema, aber so ungefähr könnte es laufen. Und dann sagt Angelika vielleicht unter Tränen oder auch vielleicht gefasst, keine Ahnung. Es wäre aber schön, wenn sie Tränen hätte, weil dann würde man sehen, dass das was bewegt hat in ihr, dieser Prozess, diese Entwicklung, diese Gefühlsentwicklung während dieser leeren Stuhlübung. Und dann sagt Angelika vielleicht zu mir, war ja eigentlich, daran habe ich gar nicht gedacht, ich habe mir jeden Tag gesagt, er soll verschwinden, ne? Dem Klaus. Ja, weil oft ist uns, also ich gehe jetzt aus der Position der Angelika raus, ich habe euch das so ein bisschen vorspielen wollen, es ist natürlich nicht eins zu eins, aber oft ist es eben so, dass man die Antwort in sich trägt, aber dass es erst durch so eine spielerische Intervention hervorkommt, dass es dann erst dir in den Sinn kommt, was eigentlich ein Grund sein könnte. Man kann das natürlich längere Zeit durchspielen, man kann das auch mit verstorbenen Menschen machen, das hat nichts mit Geisterbeschwörung zu tun, sondern einfach mit diesem Einfühlungsvermögen, das uns Menschen miteinander verbindet. Ist das nicht ein schöner Satz am Ende des Videos? Dieses Einfühlungsvermögen, dieses Empathiegefühl, das uns Menschen miteinander auf der ganzen Welt verbindet und auch über YouTube verbindet. In diesem Sinne, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein kostenloses Abo da, um euch jedes Video auf diesem Kanal, wie geht Psychotherapie, erste Hilfe für die Psyche, zu sichern. Und tschüss, bis zum nächsten Video.